Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir uns immer noch im Kammwald befinden. Und ja, ich weiß nicht, warum ich das Ding immer Klammwald nenne, aber Kammwald klingt halt auch irgendwie komisch. Hier unten war der Drache, zu dem wir erstmal nicht mehr wollen. Wir wollen aber jetzt einmal diese kleine Halse hier machen. Das heißt, komme ich am besten. Ich glaube, ich gehe einfach durchs Haupttor. Ich glaube, das ist clever. Noch wüsste, wo das Haupttor ist. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, hier ist richtig. Perfekt. Ist halt wie immer, ne? Woche nicht gespielt und man kann sich nirgendwo mehr orientieren. Wir. Ach stimmt, jetzt kommen wir so langsam in das Gebiet, beziehungsweise kommen wir hier in dem. In diesem Gebiet Kammwald kommen wir jetzt zu der Region, wo scheinbar das Lyrium einfach aus dem Boden wächst. Wo ich mir denke so, ja, ob das so geil ist für uns. So, hier haben wir eine Höhle. Höhle mit Gegnern. Wie es scheint. Oder auch nicht. Gegner sind über uns, interessant. Oder unter uns natürlich. Weiß man nicht. Obsidian. Keine Ahnung, wo ich hier gerade langlaufe. Das überhaupt Sinn macht, dass wir hier uns in dieser Höhle befinden. Nö. Uns nur ein paar Ressourcen geholt. Okay, und wieder raus. Was ist das hier? Ja, so gar keinen Sinn, dieses Konstrukt. Außer die wollten da einen Mineneingang oder so bauen, aber dann haben die ja noch nicht mal angefangen. Naja. So, ich laufe dran vorbei. Achso, das ist hier so ein Riesengebiet. Auf einigen Höfen in der Gegend vom Kammwald liegen noch immer eine Handvoll Wegelagerer. Gut, sind wahrscheinlich die Gegner, die ich da über schräg unter uns gesehen habe und ich tippe eher auf über uns, weil gewöhnlich hat das Spiel nicht so viele Ebenen, zumindest aber auch Oberwelt hat halt, wenn überhaupt, einen Berg und Höhlen. Und Bisons oder was auch immer das sind. Komm, ich habe doch eben Gegner irgendwo hier rumgammeln sehen. Ah, sehr gut. Grüße. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Macht Sinn. Danke. Das waren 3 von 8. Hier nur noch 5. Hey, ich kann rechnen. Kristall. Verkohlte Notiz. Ich habe gesehen, was die Banditen mit Randalls Hof gemacht haben. Genug ist genug. Auch wenn ich nicht bleiben kann, werde ich nicht zulassen, dass diese miesen Wegelagerer mir mein Zuhause wegnehmen. Falls irgendeiner von euch Dreckskerlen lesen kann, ich habe das Feuer mit getrocknetem Kudung gelegt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Durchwühlen der Asche. Get pranked. So. Sehen wir noch irgendwo 5 Banditen rumlungern. Also unsere Feste. Da lungern sie nicht mehr rum. Da ist der Drache. Da lungern wir nicht rum. Ich habe aber doch eben auf der Karte mehr als nur 3 Gegner gesehen. Hallo, irgendwo, irgendjemand. Das wäre voll nett. Runterfallen, das wäre, glaube ich, ungesund.
Nö. Moment. Oder irgendwo. Hier auf der anderen Seite. Kann ich nicht einfach irgendwie eine Glocke schlagen und die kommen einfach angelaufen, weil die denken, die Kollegen rufen Verstärkung oder so? Das wäre voll clever. Ah, da sind noch welche. Grüße. Schön. So, fehlen nur noch. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade drei erschlagen. Das heißt, ich müsste sechs haben im Spiel. So, fehlen nur noch zwei. Wo sind die denn? Wie gesagt, glücklicherweise nicht in der Nähe des Drachen, der gerade auch einen Abflug gemacht hat. Na, solange er hier nicht vorbeikommt, ist alles gut. Hier ist der Foresterhof, da wohnt wahrscheinlich die Dingens. Ich habe ihren Namen vergessen, die Frau, die halt nicht im Dorf wohnen wollte, bei dem einen Typen. Vielleicht hatte sie auch einfach nur auf den Typen keinen Bock, ich weiß es natürlich nicht. Hey. Können wir hier hoch? Ja. Hier haben wir noch so ein. Ach nee, das ist ein Astrarium, kein. Ich habe erst gedacht, das wäre so ein Konstrukt von den. Von dem Volk von Solus. Also von unserem Volk auch, von den Elfen. So, wir hatten schon lange kein Astrarium mehr. Es ist wahrscheinlich clever, hier oben anzufangen, weil wir. Also entweder müssten wir hier anfangen oder hier enden. Das heißt, entweder fangen wir hier an oder wir fangen hier an. Ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir da nicht. Und wenn wir hier anfangen, können wir auch direkt hier anfangen. So. Ich würde jetzt einfach erstmal das hier bauen. Dann runter. Zack, und fertig. Fertigstellen. Silentir, das Sternbild Silentir, im Volksmund auch Stille genannt, wird allgemein Dumat, dem alten Gott der Stille und Oberhaupt des altteventerischen Pantheons, zugeordnet. Über die Darstellung des Sternbildes hingegen wird viel diskutiert. Während es von einigen als fliegender Drache dargestellt wird, zeigen es andere, so auch die verbreitetsten modernen Darstellungen, als ein Mann, der ein Horn oder einen Stab bei sich trägt. Einige Scholaren sind der Überzeugung, diese Dinge würden eine Waage symbolisieren, was darauf hindeuten würde, dass sich das Sternbild ursprünglich auf die elfische Göttin Mythal bezog. Mangels eindeutiger Indizien bleibt dies jedoch reine Spekulation. Yay, Astrarien. Lass mich halt durch. So, bei der Frau im Steingarten wächst ein bisschen Embryum. Wir müssen echt mal an unseren Sprungkünsten arbeiten. Judith, genau so hieß du. Ihr seid also der Mann, der Kamwald vor den Toten gerettet hat. Haltet in den Hügeln die Augen nach den Wyvern offen. Ich würde sie ja selbst erlegen, wenn ich nur besser mit dem Bogen umgehen könnte. Es gibt hier eine Wyvern, die euch Schwierigkeiten bereitet? Ja, früher hat sie immer nur in den Bergen gejagt. Die einzigen, die sie belästigt hat, waren die Banditen. In letzter Zeit kommt sie allerdings auch immer häufiger hier herunter. Sie hat Golds kleinen Jungen beinahe zum Krüppel gemacht. Am besten wäre es, wenn jemand sie tötet. Und dann hätte ich gerne ihre Leber. Man kann daraus das beste Rattengift herstellen, das ich kenne. Okay. Baut ihr hier draußen etwas an? Ja, und ich repariere außerdem verschiedene Dinge für das Dorf und für Leute auf der Durchreise. Mein Name ist Judith. Ich habe gute Geschäfte mit reisenden Händlern gemacht, bevor diese Angriffe der Untoten begannen. Von diesem Drachen ganz zu schweigen. Mal ernsthaft, wie kommt man auf die Idee, hier draußen leben zu wollen? Nun ja, ihr wisst schon, man kann hier wirklich gut angeln. Ja, läuft bei dir. Wenn ihr Judith seid, gibt es im Dorf einen Mann, der sich Sorgen um euch macht.
Das kann dann wohl nur gut sein. So besorgt wie eh und je. Ich bin froh, dass er in Kamwald geblieben ist. Am Webstuhl ist er so schnell wie kein anderer. Aber mit einem Schwert kann er einfach nicht umgehen. Was wisst ihr über den Drachen? Er ist vor einem Monat hier aufgetaucht. Als die Wachen versuchten, ihn zu vertreiben, hat er einer von ihnen den Kopf abgerissen und ist weggeflogen. Der arme Hamlet. Aber zumindest ging es schnell. Seitdem hat der Drache 3 Pferde, 5 Ziegen und 2 Katzen gefressen. Okay, die 2 Katzen sind zu viel. Auf ein andermal. Gebt auf euch Acht. Ja. Ich sag mal so, können ja froh sein, dass der Drache nur einer Wache den Kopf abgerissen hat. Ich meine, okay, wir haben ihm ungefähr das halbe Leben Schaden gemacht, würde ich sagen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber das ist halt schon nicht so viel, wie hätte sein können. So, da ist ein Riss. Und irgendwo sind noch die 2 Banditen, die sich hier irgendwo rumtreiben. Keine Ahnung, vielleicht stolpern wir noch über die. Notfalls suche ich die irgendwann mal auf Screen. So. Tag. Nächste bitte. Und manchmal sind wir echt ein Profi mit dem mit der Reichweite und so. Und was bist du denn? Arcana Schrecken. Okay. Hat sich ausgeschreckt, würde ich sagen. Und mich irritiert, dass dieser Riss uns so gar nicht in der Karte angezeigt wurde. Auf der Karte meine ich natürlich. Also halt klar, nachdem wir hier angefangen haben zu kämpfen, sind wir sobald wir in Reichweite haben. Hey, da ist ein Bandit. Herz eines Arcana Schrecken. Nice. Na, warte, dich krieg ich. Lauf nicht weg, bleib da oben. Weiß ich zumindest ungefähr, wo du bist. Na gut, er ist auch nicht alleine, das heißt, wir haben die letzten beiden Banditen gefunden. Perfekt. Hey. Moment. Wie kann das denn sein? Gibt so einen Dämonenhund hier. Nicht cool. Ich komme sofort. Moment. Nicht wegrennen. Noch nicht das neue Ziel erfasst. Das ist ja. Okay, aber wir haben die Banditen getötet, die wir finden mussten. Sogar ein mehr. Ich hoffe, das gibt Bonuserfahrung oder so. Genau. Ein wenig verspätet hat sich der Kerl. Hinten sind noch mehr Banditen. Ich hoffe, ich kriege für jeden noch ein bisschen Bonuserfahrung oder sowas. Das wäre nett. Nö, es ist das Viech jetzt aggressiv. Vivian war vielleicht nicht der Gegner, mit dem du dich anlegen möchtest. Yeah.
Oh. Okay. Also Bisons sind immer noch nervig, vor allem wenn sie uns dauerhaft bzw. andauernd umwerfen. So. Moment. Mehr zu plündern. Oder nochmal Obsidian, das brauchen wir jetzt nicht. Wir können aber hier oben ein Lager aufschlagen. Ein geeigneter Ort für ein Lager. Yep, da sage ich nicht nein zu. Schön. Mal eben kurz ausruhen. Noch was? Nichts zu berichten, Sir. Okay. Ups. Wollte ich Ich nicht. verstehe nicht, Varric, wieso jemand, dem Macht und Wohlstand in die Wiege gelegt wurden, wie ein Bauer leben kann. Wie ein reicher Bauer, so viel Zeit muss sein. Ihr ignoriert eure Standesgenossen und vergeudet eure Zeit in Tavernen mit Arbeitern und Kriminellen. Schön wär's. Mein Leben besteht dieser Tage doch nur noch aus Und ich höre euch gleich weiter zu. Vorposten und langen Märschen. Ihr wisst genau, was ich meine, kleiner Mann. Wisst ihr, alles, was ihr am Adel so schätzt, Macht, Wohlstand, Bekanntheit, das sind alles Dinge, die ich an ihm hasse. Ihr seid wirklich merkwürdig. Wartet mal, bis ihr meine Freunde seht. Dachte, wir sind deine Freunde. Was jetzt nicht nett, Varric. So, ich würde sagen, ich habe Butcher gefunden. Und da ich auf diesen Wortwitz nicht verzichten kann, scheinbar wurde Butcher gebutschert. Dieser Papierstapel ist so sehr mit Blut getränkt, dass die Seiten zusammenkleben. Nur noch wenige Zeilen sind lesbar. Nachdem ich wusste, wem er wirklich dient, war es ein leichtes, auch seine Landsleute aufzuspüren. Bevor ich ging, stahl ich einem von ihnen eine Liste ihrer Spione. Uns bleibt nur wenig Zeit, bevor man den Diebstahl bemerken wird, weshalb ich vorschlage, dass wir unverzüglich handeln. Ich wurde verfolgt, aber keine Angst, ich konnte meine Verfolger in Lydas abschütteln. Nur unsere engsten Freunde wissen, wo mein endgültiges Ziel liegt. Sie kriegen Verstärkung. Rote Templer freuen sich nie, uns zu sehen. Bleibt wachsam. Auf Nimmerwiedersehen! Ja, gut mit euch. Dankeschön. Ein neuer Schild. Scheinbar auch kein schlechter Schild. Würde ich jetzt mal spontan schätzen. Oh. Mehr maximaler Block ist natürlich sogar auch noch ziemlich awesome. Gut, ja, ich würde das vielleicht eigentlich später gerne Cassandra geben, aber Cassandra ist gerade nicht da. Okay, wir haben Butcher gefunden. Das heißt, da können wir zurückgehen. Da ist noch ein Astrarium, da ist ein Astrarium aufgetaucht. Hier wohnt der Wyvern. Ich würde aber vorschlagen, dass wir noch eben zum Kumpel von Hawk laufen, nachdem wir uns hier dieses Denkmal, was wahrscheinlich diese Statue sein soll, geholt haben. Die Grube im Teich. Der Drei-Forellen-Teich verbirgt eine Senkgrube, die mehrere hundert Meter tief ist. Während der Verderbnis ist daraus und aus anderen Höhlen dunkle Brut aufgetaucht, um Kammwald anzugreifen. Die Springflut, die Alt Kammwald ausgelöscht hat, ertränkte die Verderbten, um das überschüssige Wasser formte den Teich, wie er heute ist. Wäre der Damm nicht gebrochen, hätten wir die dunkle Brut niemals überlebt. War dabei die Hand des Cerberus im Spiel? Ich kann nicht glauben, dass er absichtlich so grausam zu seinen Kindern sein könnte, wie fehlerbehaftet wir auch sein mögen. Ja, das war nicht der Erbauer, das kann ich dir schon mal sagen. Das war mehr so der Bürgermeister. So, hier ist überall Blutlotus. Der ist für uns uninteressant. Da vorne. Wahrscheinlich wohnt der Typ in dieser Höhle. Wäre Wollen jetzt wir zumindest nachsehen, meine ob Hawk Vermutung. und sein verbündeter Ja. Wächter in der Höhle auf uns warten? Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich selbst bin auch gerade erst angekommen. Mein Kontaktmann von den Wächtern müsste im hinteren Teil der Höhle sein. Eine Gruppe von Wächtern hat in der Nähe von Kammwald eine Dorfbewohnerin vor wandelnden Leichnamen beschützt. Sie waren vermutlich auf der Jagd nach meinem Freund.
Ein Glück, dass Sie nicht auch hier drin nach jemandem gesucht haben, dem Sie helfen können. Sie mögen gute Männer sein, aber Sie folgen schlechten Befehlen. Na dann, gucken wir doch mal, wo sich so dein Kumpel hier rumtreibt und wer dein Kumpel ist. Flop. Für meinen Geschmack ein paar viele Schädel, aber gut. Wir sind's nur. Ich habe den Inquisitor mitgebracht. Grüße. Mein Name ist Stroud. Zu euren Diensten, Inquisitor. Ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann. Ich weiß, die Wächter haben ihre eigenen Probleme. Was ich mich allerdings frage ist, könnten diese Probleme vielleicht irgendwas mit Korypheus zu tun haben? Ich fürchte schon. Als mein Freund Hawk Korypheus erschlagen hat, war Weißhaupt froh, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber ein Erzdämon kann Wunden überleben, die tödlich erscheinen. Und ich befürchtete, Korypheus könnte dieselbe Macht besitzen. Meine Nachforschungen brachten Hinweise ans Licht, aber nichts Konkretes. Und nicht viel später begann jeder Wächter in Orlais den Ruf zu hören. Beim Erbauer, warum habt ihr mir das nicht erzählt? Es war eine Angelegenheit der Grauen Wächter. Ich war durch meinen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ist dieser Ruf eine Art Ritual der Grauen Wächter? Der Ruf sagt einem Wächter, dass ihn die Verderbtheit bald überwältigen wird. Es beginnt mit Träumen. Dann kommt das Flüstern im Kopf. Der Wächter verabschiedet sich und geht in die tiefen Wege, um im Kampf den Tod zu finden. Und jetzt hört ihn jeder graue Wächter in Orlais? Sie denken, sie müssten sterben? Ja, und vermutlich ist Korypheus der Grund dafür. Wenn die Wächter fallen, wer stellt sich dann der nächsten Verderbnis entgegen? Das ist unsere größte Angst. Also kontrolliert Korypheus sie nicht. Er täuscht sie mit diesem Ruf und sie fallen darauf herein. Okay, das ist ja... Ich weiß nicht, ob ich auf ein Bollwerk vertrauen würde, was scheinbar jederzeit auch... Ich meine, okay, sie werden ja vorgewarnt und haben dann noch, ich sag mal, eine gewisse Zeit zu reagieren, aber... Die scheinen ja sehr anfällig für die Verderbnis zu sein. Die Wächter glauben also, sie müssten sterben und haben deshalb aufgehört, klar zu denken? Das kann nicht gut ausgehen. Wir sind die Einzigen, die einen Erzdämon töten können. Ohne uns wird die nächste Verderbnis die ganze Welt verschlingen. Kommandantin Clarell sprach von einem Blutmagie-Ritual, mit dem wir zukünftige Verderbnisse verhindern könnten, bevor wir untergehen. Als ich diesen Plan als Wahnsinn bezeichnete, wendeten sich meine eigenen Kameraden gegen mich. Die Grauen Wächter versammeln sich hier in den Westgraten. Es ist ein alter Ritualturm Tevinters. Trefft euch dort mit mir, dann werden wir unsere Antworten erhalten. Wenn nicht deine Wächterkollegen nicht vorher erwischen und erlegen. Gut, gucken wir uns noch kurz hier in der Höhle um. Bezüglich des Rufs. So viele weigern sich, über ihn zu sprechen. Doch wie sollen wir ihn erkennen und begreifen können, wenn wir alles für uns behalten? Der Ruf ist kein Grund, sich zu schämen. Das Lied, das am Rande meines Verstandes flüstert, ist kein Makel auf meiner Seele, sondern Kennzeichnung eines Lebens, das wir in Diensten eines höheren Ziels verbrachten. Wenn alles, was existiert, von meinem Bauer stammt, ist dann nicht auch dies Teil seines Plans? Könnte der Ruf nicht ein Geschenk sein, eine letzte eindringliche Melodie, die uns mit offenem Herzen ins Jenseits schickt? Könnte es nicht sein Lied sein? Beinahe wie eine Stimme kratzt die Musik an meinen Gedanken, gleichermaßen unheimlich wie schön. Ich habe mich vor ein paar Tagen dabei ertappt, wie ich sie laut gesummt habe. Wo sie mir einst fremd erschien, fühlt sie sich nun an wie ein natürlicher Teil meines Geistes an. Sie rankt sich um meine Erinnerungen, die mir teuer sind. Die Übungsstunden mit Herr Keller, die Ausritte im Mondlicht, das Gesicht meiner Mutter, als ich sie zum letzten Mal sah, und dringt in sie ein, so dass ich fast schwören könnte, diese Musik, dieses Gefühl einer Präsenz, die mich beobachtet und nach mir ruft, sei schon immer Teil dessen gewesen, woran ich mich erinnere.
Ich denke, das ist es, wovor uns die leitenden Wächter gewarnt haben. Ich sollte es nicht schön finden. Ich muss mich an die Verderbtheit erinnern und erkennen, dass mein Verstand langsam die Fähigkeit verliert, zwischen dieser Welt und dem, was sie zu vernichten sucht, zu unterscheiden. Ich muss es und ich kann es. Ich werde es den Wächtern morgen erzählen. Ich habe ihre Blicke gesehen und denke, sie wissen es bereits. Ich werde dem Ruf Folge leisten und in die tiefen Wege gehen, um mit den Zwergen zu sterben. Kämpfend, wie es ein grauer Wächter tun sollte. Aber wenn ich schon sterben werde, kann ich dann nach allem, was ich gegeben habe, nicht zumindest die Schönheit des Liedes genießen? Das ist eine gute Frage. Okay, sonst sind hier nur Tiefenpilze. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und in der nächsten Folge klappern wir mal noch die letzten Reste von Sachen ab, die wir hier machen können. So die Eiwanjagd, das Astrarium, das Astrarium, den Riss. Und halt nachher müssen wir noch Carter von Butchers Schicksal erzählen. Aber wie gesagt, das gibt's dann alles morgen, beziehungsweise in den nächsten Folgen. Ja, das hoffe ich auch. Wir sehen uns, würde ich sagen, Hawk. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.